So, ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hausflippers. Wir sind immer noch dabei an unserem Kindergarten. Wir müssen den immer noch fertig machen. Wir haben ja hier in den letzten Folgen erstmal die Ankleidestube fertig gemacht, den Flur, dann hatten wir hier noch die Küche. Sieht schon viel besser aus, ganz ehrlich. Richtig schick. So, dann gibt es hier das Büro. Das hatte ich ja dann umgestellt, damit das hier auch vernünftig reinpasst. Dann haben wir hier das Bad für unsere Leiterin, ne, vom Kindergarten. Da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Deko machen. Ne? Dann gibt es hier das Badezimmer für die Kleinen. Ist doch wunderschön. Hier muss auch noch Deko rein. Und dann geht es hier weiter mit dem ersten Gruppenraum. Der ist für die Enten in Gelb gehalten. Hauptsächlich Gelb. Naja, gelb-bunt. Machen wir Licht an. Zeig mal. Ah, da sieht man das ein bisschen besser. Hey, sieht doch gut aus. Yippie. So, und dann hätten wir hier noch einen zweiten Gruppenraum zu machen. Na, das ist der für die Frösche. Der ist ein bisschen kleiner als der andere, ne? Lass mal gerade gucken. Quadratmeter 28. Wie groß ist denn der Entenraum? Der Entenraum ist, wie groß? 34. Siehst du, täuscht nicht. Dann müssen wir hier jetzt ein bisschen mehr haushalten mit dem Platz. Wir haben ja noch Bürosachen. Die bringen wir mal gerade weg. Die müssen ins Büro. Wo war das jetzt? Da. Ne, guck mal, das legen wir der Leiterin auf den Tisch. Warum darf ich nicht? Darf jetzt. Aber drehen wir um. So. Ein paar Unterlagen. Die müssen ja nicht im Gruppenraum rumliegen, ne? Das muss nicht sein. Was haben wir hier noch? Das können wir lassen. Das kommt noch weg. Kommt auch noch mit auf den Schreibtisch. Das sind auch noch Unterlagen. Die gute Dame hat sich überall verteilt. Madam, halten Sie mal Ihre Sachen da. Die Katze muss nicht im Gruppenraum stehen. So, guck mal. So, bitteschön. Das ist auch noch ein PC gleich. Okay, was haben wir hier noch? Hier Unterlagen noch. Die kommen nochmal weg. Können wir auch aufs Regal legen vielleicht. Warte mal. Gucken, ob das geht. Kann man es eigentlich aufmachen? Nee, kann man nicht. Die lege ich aber nicht da drauf. Dann findet sie es wieder nicht. Ich kenne sie doch. Hier, guck mal, leg das mal dahin. Gut. Was hatten wir noch? Hier war noch was mit Stiften. Guck mal, die Stifte, die können wir doch. Das kriegen wir schon mal bei den Enden hier. Das tun wir mal auf den Tisch. So, zum Malen. Haben wir schon mal alles da. Okay. So, was haben wir hier noch? Die Tassen gehören in die Küche. Schlamperei. Hat da keiner weggeräumt. Hier müssen wir auch noch ein Regal aufstellen. So. Und da ist noch einer. Da. Ich gucke immer auf den Fußboden. Wieso? Die müssen wir noch aufräumen. Das können wir so nicht lassen. So. Okay. Also. Jetzt fangen wir erstmal an zu streichen und dann gucken wir wieder, was er will. 25 Gegenstände sollen hier rein. Aber es sind auch 8 Kinder, denke ich mal. Gut, okay. So, Frösche werden grün. Dann machen wir hier aber wieder ein paar Accessoires. Ich würde sagen, was machen wir denn hier? Oh, das ist jetzt nicht so einfach. Fenster, Fenster, Tür. Und Tür wieder in blau, machen Fenster in rot. Ja. Noch mal was Farbe, gib mal. So, hier auch. Der Seite. Schick. So, dann da oben noch. Ein bisschen haben wir noch. Reicht nicht mehr. Neue Farbe bitte. Wobei. Ja doch, machen wir. Da oben ist auch rot. Gut. So, andere Fenster auch. Noch mehr bitte. So. Einmal Fenster Innenrahmen noch. Okay.
Ist das täuscht? Weil es schon dunkel ist draußen. Weiß ich nicht mehr. Haben wir hier Licht an? Warte mal. So ist besser. Rot. Ja, mit Musik geht das doch direkt viel besser. Das ist noch ein bisschen. Nicht so viel, nur ein bisschen. So, speichert? Nee, na gut. So, das reicht locker. So, hier noch, hallo? Jawohl. Okay, dann haben wir das schon mal. Dann kommt das Blau da hinten an die Tür. Das ein bisschen Farbe vergeuden. So ein bisschen Himmelblau, ne? Drüben was drüben nochmal? Gelb, grün? Weiß ich nicht. Ne, blau hatten wir drüben auch. Muss man gerade den Türrahmen gucken. Der war mal so komisch. Das ist nämlich nur so ein Leuchtestreifen. Üben wir das ein bisschen anders. Ja, ich würde sagen, wir machen das hier aber auch blau. Sonst haben wir hier viel zu wenig von den Farben drin. So, gib mir das nochmal gerade. Machen wir hier die Ecke, bis in die Ecke blau. So, das ist gut. Zeig mal. Ja, komm schon. Was soll der Geiz? An der Tür noch was, damit sich da doch lohnt. Die lieben Kleinen, die werden sich freuen. So. Okay, hier hin und da noch. So, und jetzt kommt der Rest in grün. Weil wir haben ja hier die Frösche, die kriegen grün. Zu wenig Farbe. So. Ich hätte bei den Enden ja eigentlich lieber ein richtiges Quietschgelb gehabt. Aber ich muss ja leider das tun, was die Auftraggeber wollen. Da geht das ja nicht so, wie man das will. Machen wir einfach das Beste draus. Ne? Kriegen wir hin. So, bevor ich gleich neue Farbe kaufe, nehme ich dann lieber doch noch mehr Rot und mehr Blau. So, mal gucken. Dabei, oh, dürfte aber reichen. So. Wird ein schnuckeliger kleiner Kindergarten. So, zwei Gruppen. Ist ja schön. Sieht man auch nichts mehr von dieser alten maroden Mauer. Alles prima. Die haben aber insgesamt knalligere Farben, oder? Täuscht das? Und gleich mal drüben gucken. So. Ein bisschen. Das müsste reichen. Gut, okay, haben wir schon. Fertig. Ich habe vergessen. Ach nee, das ist was blau. Okay, ich habe gerade gedacht, ich hätte was vergessen. So, der hier, der kommt weg. Der passt besser zu den Enten. Die kriegen hier bei den Fröschen ein anderes Sitzkissen. Warte mal, jetzt da in die Ecke. So, gut. So, ihr habt ja alles in Blau. Ich will das eigentlich gar nicht in Blau haben.
Grün wäre besser. Sonst schmeißen wir den Krempel im Büro und stellen der Leiterin das auf den Boden. Dann kann die dann gucken, was sie damit macht. Gut. Okay, was sollen wir denn kaufen? Zweimal Kindertisch Mamm. Okay, wir bringen den Farbeimer raus. Jetzt haben wir gleich wieder dasselbe Problem wie sonst. Kommen wir jetzt erstmal dahin. Kommen wir später wieder hier hin. Wobei, ich glaube, die kann ich auch verkaufen nachher. So, okay. Also, zweimal Kindertisch Mamm. Den hier. Und den gibt es hoffentlich in Grün. Himmelblau, Weiß, Rose, Limone. Genau, wir nehmen den in Limone. Das ist schön. So, einmal dahin. Nochmal. Einer dann dahin. Ja, okay. Jetzt brauchen wir 8x Kinderstuhl. Ich wusste es. Wobei eigentlich könnte man die ein bisschen anders ausrichten. Setzen wir einen noch eher so hier hin. Weil wir müssen aufpassen mit Platz. So viel Platz haben wir hier nicht. Ja, okay. Kinderstühle. Die hier. Können wir jetzt auch in die Mone holen, weil wir hatten hier Grün, genau. Weil wir hatten ja eben gesagt, oder letztes Mal gesagt, dass die Stühle überall gleich sind. Einmal. Weil diese werden ja sowieso ständig durch die Gegend geschleppt. Man kennt das ja, ne? Ist wieder super platziert. Na ja, gut, die Kids kriegen das schon hin. Das können die auch verschieben. Ganz wie sie es wollen. Ja. Hier noch einen. Den aber jetzt hier hin. So. Nein. Ach, passt eh nicht so richtig. Egal. So. Kaufen. Kommt falsch rum gedreht. So. So, haben wir. So, was noch? Was wollt ihr noch haben? Zweimal schmaler Vorhang zum Einbauen. Zweimal schmal diesmal. Und wahrscheinlich lang. Schmaler Vorhang zum Einbauen. So, und jetzt gucken wir mal, welche Farbe. Weiß, Zyan, Grasgrün. Grasgrün ist nicht schlecht. Dunkelgrün. Gibt ein bisschen Akzent. Rotenier, blablabla. Braun, braun. Graue Blumen, Karo. Was ist Karo? Ich guck mal gerade Grasgrün. Das ist vielleicht ein bisschen freundlicher. Dahin. Platzieren, Schräubchen. Okay, Gardine dran. Ja doch, das ist gut. Wir bleiben bei Grün. Ja, kann sein, dass es nicht passt. Gucken wir jetzt mal. Doch, passt. Gut. Montieren. Tut mal einer die Kisten da weg. Ja. 3, 4. Gardine dranhängen. Fein. So, haben wir. Jetzt viermal Teppich, grüne Blumen.
Passt. Das sind die hier. Kaufen. Die drehen wir wieder ein bisschen schräg, ne? So. Aber viermal ist viel für diesen Raum. Ne? Die behaken sich jetzt schon. Ich will nicht stehen jetzt so setz. Ja, ist gut. Muss nicht so ganz akkurat sein. Symmetrie ist out. Symmetrie ist out. So, dann legen wir einen hier vor das Fenster. Ja. Und einen vielleicht hier vor die Tür. Kann man immer noch umlegen. So. Passt. Gut. Was brauchen wir noch? Doppelte Kommode mal. Hier. Das ist einmal eine doppelte Kommode in weiß. Nehmen wir weiß, genau wie drüben. Die stellen wir wieder hier hin. Das war eine gute Idee letztes Mal. So. Da kommt euch bestimmt noch die einfache hin. Bücherregal. Okay, die wollen was anderes. Bücherregal, dieses hier in Bänke, Kirschhaus, Fichte, Weiß, Buch, Weiß. Kaufen. Muss das auf dem Boden stehen? Ja, stimmt, das ist ein Bodenregal. Das ist jetzt nicht so praktisch. Warte mal. Ich glaube, die stellen wir hier lang. Andersrum. Die stellen wir da rein. Ja. Passt das? Ja, passt. Ist gut. So, was wollen die noch? Sitzkissen. Habe ich gerade mal eins geklaut, ne? Sitzkissen in grün. Ja. Regal stellen, stimmt, liegen. Ja, der rollt da auch nicht raus. Der, das ist so ein extra Spezialball. Der ist extra zum Hinlegen. Viermal Box mit Deckel. Box mit Deckel. Ich meine die wahrscheinlich die hier. Aber nicht in Rosenblüten. Dann nehmen wir grün. Achso, die ist nur mit grüner Applikation. Grün. Grün, grün. Ah, okay, warte mal. Grün ist gut, aber dann machen wir die Applikation anders. Ach. Hä? Achso, nee, warte mal. Grün. So, da ist Applikation. Rot. Das ist gut. Gibt's hier noch? Grau. Ja, grau ist nicht schön. Himmelblau. Das sieht auch nicht schlecht aus. Rosenblüten. Nee, das sieht aus wie Weihnachten. Ich nehme hier rot. Sieht auch wieder aus wie Weihnachten. blau. Ja, nehmen wir die. So. Viermal. Die passt aber nicht ins Regal. Kann ich draufstellen? Ah ja, ich kann draufstellen. Pass mal auf. Dann machen wir das hier anders. So. Einmal die. Pass auf, wir nehmen hier verschiedene. Gibt es hier auch in Gelb. Korb. Korb gibt's auch. Dunkle Weide. Nee, ist nicht so schön. Also nicht für den Kindergarten. Rot. Rot ist gut. Dann machen wir hier die Details jetzt grün. Können ja nicht alle gleich aussehen. So, dahin. Tafel ist im Weg. Die kommt woanders hin. Hör auf. Die muss hier hin. Ja. Die nochmal an.
dahin. Kriege ich da vier hin, vielleicht? Ich glaube, es gehen nur drei wahrscheinlich. So, dann nehmen wir hier nochmal eine in Blumen. Rosenblüten. Ah, Rosenblüten ist gut. Mit Rot. Genau, so. Guck nur drei da drauf. Gib mir die mal. Wie kommt man noch da? Ich meine vier Stück davon. So. Achso, ich hätte. Ach, warte mal. Warte mal, warte mal. Ich krieg das doch hin. So. Da gehen vier Stück drauf. Bestimmt. Bestimmt. Ja, klar. So, und jetzt kommt da noch eine hin. In Himmelblau hatten wir noch nicht und nochmal grün. Ja, ist okay. Machen wir schön bunt, ne? So, sehr schön. Ja, okay. Kann man lassen. Was wollen die noch? Esel. Ihr Gruppenmaskottchen, das da. Okay, die können hier hinten hin. Ja gut, die Kinder leihen sich ja auch die Spielsachen teilweise, ne? So. Und was wollen die noch? Kaninchen. Ein Kaninchen. Dieses hier. Das gibt's nur in der Farbe. Jetzt setzen wir auf Boden irgendwo. Guck mal, setzen wir da hin. So. Gut. Die Lampe muss weg. Ja, und dann haben wir hier noch die doofen Boxen. Dann stellen wir die eben da rein. Kann ich die da rein? Guck mal. Ja, passt. Die hier passen ja auch da unten rein. Die passen auch da rein. Die stehen ein bisschen vor. Das ist schön. Ist okay. Die Kinder wissen genau, da sind ihre Malsachen drin, also das wissen die, das kennen die schon. Ja. Und noch so eine hier. Tun wir nach unten. So, und den auch noch. Dann haben wir das doch. So, jetzt ist die Ecke hier ziemlich nackig und da ziemlich voll. Dann würde ich sagen, machen wir hier auch noch was hin. Wir haben ja alles, aber wir machen hier noch ein bisschen. Fangen hier mal mit der Deko an, ne? Sonstiges. Gib mir mal. Ja, das Ding nochmal. Kriegen die auch eins. Ja. Und dann. Ich hole jetzt nicht hier die einzelnen Dinger, ne? Hier, diese blauen Teile, die können sie noch haben. So. Nee, das ist gut. Das ist okay. Kriegen sie nochmal so ein Sitzkissen. In grün. Hier nochmal bei dem Hasi. Na, schön. So, Gruppenraum Nummer 2. Prima. Sieht gut aus. So, färben müssen wir nichts mehr. Streichen sind wir fertig. Wir haben voll ausgeschöpft unser Potenzial. Aber jetzt brauchen wir nochmal Deko.